Ahoi Matrosen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Titel wieder gelesen habt, geht es heute wieder um ein anderes Thema, sondern heute geht es nicht so wie im letzten Video um den Grundumsatz von den Creator-Anpassungen auf Twitch. Falls ihr das Video übrigens noch nicht geschaut habt, guckt gerne jetzt hier oben vorbei. Heute geht es um einen Countdown, den man bei sich im Stream hinzufügen kann. Da bleibt es aber nicht nur wie bei TippyStream oder bei ganz vielen anderen Plattformen um so einen Countdown, sondern es geht um einen etwas anderen Countdown, der etwas Spezielles an sich hat. Und darum geht es heute in diesem Video. Das heißt, bleibt dran, bis gleich. So, wie auch gerade schon im Intro gesagt, geht es heute um ein Programm namens SNAS. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. SNAS, irgendwie sowas. Das ist ein Programm, was euch sozusagen einen Countdown bietet auf eurem PC, der lokal ist und nicht online. Und den richten wir heute zusammen im Stream ein, dass ihr das Ganze mal benutzen könnt. Wir sind jetzt natürlich auf meinem Desktop und im Internet und ihr seht auch hier schon, habe ich natürlich schon eingegeben, das Programm SNAS. Ja, wir geben hier einfach ein SNAS. Dann seht ihr oben als ersten Link ist von GitHub, SNAS, GitHub. Da klicken wir natürlich drauf und ihr seht, hier ist auch schon dieses Programm, was ich meinte. Dann gehen wir auf Download SNAS und klicken dann, wenn wir auf der zweiten Seite sind, hier auf snassetup.exe. Das Ganze lädt dann runter und ihr seht hier unten, habt ihr es wahrscheinlich innerhalb von ein paar Sekunden runtergeladen. Das füllen wir natürlich aus. Und hier seht ihr dann schon das Setup, was sich gestartet hat. Da klicken wir natürlich auf OK. Bei mir ist es die Sprache Deutsch. Ich denke mal, das ist selbstverständlich. Dann sehen wir hier unseren Installationspfad. Das ist bei mir CSNATS. Kann so bleiben, kann auch so bleiben. Desktop-Symbole erstellen, machen wir auch weiter. Und wir installieren das Programm. Das Ganze hat jetzt ein paar Sekunden nur gedauert. Das heißt, hier ist es wirklich nur ein ganz, ganz kleines Programm. Und hier steht natürlich SNAS starten, was wir natürlich jetzt machen. Das heißt, wir gehen auf Fertigstellen. Und das Programm sollte sich jetzt öffnen. Hier sehen wir jetzt natürlich das Programm, was sich geöffnet hat. Das ist SNAS. Und hier seht ihr auch schon Timer laufen, Time, Date, Countdown, Chronos, Textline Changer und so weiter. Für heute gilt es aber nur für uns, Countdowns sozusagen einzuführen oder wie soll man sagen, Uptimes einzuführen. Beispielsweise, ihr macht einen 24-Stunden-Stream oder einen 48-Stunden-Stream. Könnt ihr hier eingeben, wir wollen beispielsweise nur 24 Stunden nach oben laufen lassen oder unlimitiert nach oben laufen lassen oder nach unten laufen lassen. Eigentlich ganz simpel. Wenn wir das Programm natürlich dann geöffnet haben, dann sehen wir diese Übersicht hier. Das ist unser Anfang, wo wir beispielsweise ein paar Sachen jetzt einführen können. Beispielsweise die aktuelle Zeit, die wir haben, das ist 14.56 Uhr bei mir. Vielleicht das Datum, was wahrscheinlich viele von euch auch nicht richtig brauchen. Oder wir gehen auf Chronos hier oben und das ist für uns wichtig. Wir haben hier nämlich einmal Chrono Down und Chrono Up. Falls ihr nicht wisst, Chrono Down ist natürlich erzählt von was runter, das heißt beispielsweise von 24 auf 0 oder Chrono Up von 0 auf 24, ist jetzt nur ein Beispiel. Um das aber einblenden zu lassen, ist das relativ easy für uns. Ja? Wenn ihr beispielsweise hier auf Start dann drückt, dann zählt dieser Countdown runter. Ihr seht hier, die Zahl geht weiter runter. Das heißt, wir haben jetzt einen 24-Stunden-Countdown, der sich aber sogar in Zeiten speichert, also in Dateien speichert, wie ihr hier seht, in Textfiles, chrono-down.txt. In diesem File-Archiv, sage ich jetzt einfach mal, speichert er die Zeit von gerade. Das heißt, beispielsweise euer PC stürzt ab oder ihr macht euren Stream aus, macht dann hier auf Stopp und macht wieder an, dann wird er wieder genau an derselben Zeit anfangen und ist auch eigentlich ganz cool, weil ihr relativ viele Sachen ändern könnt, wie beispielsweise Schriftart und so weiter. Aber wir fangen erstmal an mit dem Einfügen in OBS natürlich. Hier habt ihr natürlich jetzt euren Countdown, der jetzt hier gerade unterläuft. Wir haben hier einmal noch OBS offen, das ziehe ich jetzt auch gerade mal hier rüber, dass ihr das hier seht. Hier sehen wir mein OBS. Wenn ihr dann natürlich OBS geöffnet habt, dann müssen wir natürlich den Countdown auch irgendwie in OBS noch einfügen. Und das geht ganz einfach. Wir gehen hier bei den Quellen auf das Plus, gehen dann auf Text und geben beispielsweise ein Countdown, dass wir auch wissen, was genau wir hier erstellen. Klicken dann auf OK und ihr seht schon hier ist euer, ja, wie soll ich sagen, eure Schriftart und was genau, das können wir eigentlich erstmal ignorieren.
wichtig ist für uns dieser Haken hier unten, der heißt aus Datei lesen. Und den schalten wir an. Und so möchte er von uns jetzt ein File Directory, wo jetzt sich ganz genau die Datei befindet, aus was er lesen soll. Also, ihr müsst dann einfach hier auf Durchsuchen draufdrücken und dann natürlich den Dateipfad, den wir hier bei SNAS haben, auswählen. Das heißt, wir gehen auf mein C, wie hier schon beschrieben. Also wir sind hier bei SNAS. Ich tue das mal hier nach oben, dann sieht man das gut. Wir haben C, dann auf SNAS, dann auf Textfiles und dann Chrono Down. So, hier seht ihr, der Countdown läuft jetzt. Den haben wir hier eingeblendet, den können wir verschieben. Und er wird abgespeichert und auch aktualisiert ständig in diesem Feld. Ja. Das Coole ist jetzt natürlich, ihr könnt hier noch beispielsweise Hintergrund, also Kontur von dem Ganzen machen. Also wenn man hier mal eine Kontur von 5 in der Farbe Schwarz. So, das heißt, das sticht ein bisschen mehr raus. Vielleicht sogar eine Kontur von 10. So, haben wir das hier. Und natürlich Schriftarten und so weiter, könnt ihr alles ändern. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Aber wir hätten jetzt beispielsweise hier unseren Chrono Down eingefügt für den 48-Stunden-Stream oder 24-Stunden-Stream oder auch nur 12-Stunden-Stream und könnten jetzt diese Zeit hier verwenden. Das gleiche gilt natürlich auch für den Chrono Up. Beispielsweise wir machen hier auf Pause, Stopp und gehen hier auf Start. Jetzt haben wir hier unseren Live-Output 3, 4, 5, was wir auch immer brauchen. Ihr seht das hier nicht, jetzt seht ihr es. So, hier sieht man es. Das gleiche machen wir auch hier wieder. Wir wählen einfach hier statt Chrono Down, Chrono Up aus und drücken auf OK. Und schon haben wir unseren Timer, der sich hochzählt. Ja, natürlich nicht so. Aber unseren Timer, der sich hochzählt, hier im Screen und können den überall hin tun, wo wir wollen. Vielleicht hier kleiner in die Mitte. Und hier, sobald wir hier Pause drücken, stoppt er auch hier. Das heißt, jetzt sollte eigentlich keine Zahl mehr sein. Genau. Die 36 er stoppt, resume und er wird wieder weiterzählen. Ja, ihr seht das, 39, 40. Also es wird alles genauso funktionieren wie vorher. Das Gute ist hier, es ist lokal. Das Programm muss leider im Hintergrund offen bleiben, aber dafür werden die Zeiten gespeichert. Ihr könnt die ganzen Sachen einstellen, was wirklich einfach ist und ihr könnt auch wirklich mal durchklicken und euch hier durch die ganzen Sachen machen. Aber meiner Meinung nach ist das sehr, sehr hilfreich für 48-Stunden-Streams oder 24-Stunden-Streams, 12-Stunden-Streams oder auch was für immer 100-Stunden-Streams. Habt ihr hier natürlich einen Chrono Up, der sich abspeichert automatisch, was wirklich sehr, sehr gut ist. Und somit habt ihr einen Countdown, der einfach ist, bei euch einfach in den Stream eingefügt. So Matrosen, das war's dann heute schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas weiterhelfen, was euren Stream natürlich etwas verbessert, falls ihr 12-Stunden-Streams macht oder 24-Stunden-Streams. Jedenfalls, ich habe diesen Countdown oder dieses Chrono-Up bei mir benutzt in meinem 48-Stunden-Stream. Jetzt, wo wir schon beim Thema Twitch sind, vergesst nicht, mir auf Twitch natürlich zu folgen. Hier seht ihr nochmal meinen Namen und natürlich vergesst nicht, hier auch auf YouTube einen Kommentar gerne dazulassen, einen Daumen nach oben und ein Abo. Würde mich natürlich freuen. Also haut rein, bis dann. Ciao.